Pressekonferenz eingeladen. Wegen Druck von Seiten Chinas konnte Taiwan danach nicht mehr teilnehmen. Die Konferenz findet alle 3 Jahre statt. Taiwans Zivilluftfahrtbehörde plant trotzdem, eine Delegation nach Montreal zu entsenden, um den Teilnehmern der ICAO-Konferenz die Bestrebungen Taiwans um Teilnahme an der Konferenz zu vermitteln und Expertengespräche zu führen. Taiwan bemüht sich um die Erschließung neuer Exportmärkte.